So Leute, servus, willkommen zurück bei Graveyard Keeper. Guten Abend, schön, dass ihr da seid. Also, ich habe keine Ahnung, was wir machen. Geht ja wieder gut los hier. Meine Fresse, ich habe gerade echt gute Laune. So, schauen wir jetzt mal. Genau. Was mache ich jetzt als erstes? Ich muss auf jeden Fall mal hier den Friedhof ein bisschen ausbessern. So. Das heißt für mich, ich brauche hier jetzt ein paar von den Gräbern. Ich baue jetzt mal das Krematorium. Da muss ich vielleicht nicht jedes Mal da unten alles hinschleppen. Mal gucken, ob das funktioniert. So. Was brauche ich für das Krematorium? Zwei Eisenmeißel, zwei polierte Steine und vier komplexe Eisenstücke. So, ist ja immer schön, wenn man hier die Erinnerungen hat. Die Seelendankbarkeit. Kann ich die gerade ausgeben für irgendwas? Ach Gott, das muss ich auch noch machen. Ah. Na, es passt ja. Ich brauche ja die Steine. Die Stücke, aber die Stücke gibt's hier. So, wenn ich da jeden Tag zwei, drei wegmache, passt das auch. So. Ich brauche polierte Steine. Und zwar zwei. So. Ah, schade, Stahlschwert habe ich schon. So, Eisenmeißel. Und komplexe Eisenstücke. Ah gut, dafür fehlt mir Eisen. Blood for the Blood God! Guten Abend, Priest. Na, wie geht's dir? Ich hoffe, es ist soweit alles frisch im Schritt. Oder Schritt im Frisch. Ich bin manchmal mit der Reihenfolge ein bisschen verwirrt. Ja, tatsächlich. Ich habe gerade einen sehr lustigen Film gesehen und habe sehr laut lachen müssen. Der hat ein bisschen seltsam angefangen, aber ich hatte viel, viel Spaß. Und ich bin allgemein einfach gut drauf. Ja, tatsächlich bin ich auch gut drauf, weil eine Sache, die mich die letzten fast zwei Jahre belastet hat, sich geklärt hat. Und wenn man, also ich habe das war eine Sache, die mich jedes Mal extrem wütend gemacht hat. Ich habe teilweise wirklich nur durch diese Wut funktioniert und die Wut ist jetzt einfach weg. Ich war gestern, habe ich es gemerkt, ich war sehr erschöpft auch, unter anderem nicht nur wegen Nachtdienst, auch wegen der Sache, die sich da geklärt hat. Und heute fühle ich mich da echt richtig befreit. Ja, bei mir geht's morgen wieder los mit Arbeit. So, okay, noch zwei Felder weg und dann kann ich hier auch Farmen bauen. Ich habe den Film Bullet Train mit, ach, wie heißt er?
Oleg, ich hab's ein paar Mal heute sagen müssen, wer das ist vom Schauspieler, aber ja, ich glaube, mir fällt's jetzt gerade nicht mehr ein. Sag mir's. Der, wo bei World War Z mitgemacht hat. Ich komme nicht mehr drauf. Alter. Egal, ich hatte auf jeden Fall sehr viel. Brad Pitt, Dankeschön. Ich hatte mit dem Film unheimlich viel Spaß. Gerade mit dem Finale, das ist super. Doof, aber super. Fängt halt komisch an, der Film. So. Bei Amazon Prime. Da war er für 5 Euro im Angebot, habe ich mir ihn einfach gekauft. War spontan. Und ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh darüber. Der fängt echt sehr verwirrend an. Der Film hat sehr viele... das ist vor 5 Minuten passiert, das ist vor 10 Minuten passiert. Das irritiert ein bisschen, muss ich sagen. Komm, ich gehe in die Stadt und kaufe mir jetzt einfach das Eisen. Das ist mir zu blöd. Ich muss ja eh mein Geld abholen. Ich habe Gold bekommen, super. Leide den uralten Dolch. Nervige Friedhofswerder mochte ich noch nie. Ich versuche mich kurz zu halten. Kann ich mir deinen uralten Dolch ausleihen? Meinetwegen kann ich den sogar behalten, aber erst musst du mir helfen. Horatrix' Laune war in den letzten Tagen einfach zu gut. Verderben wir sie. Viele Leute besuchen Horatrix' Taverne, um den Liedern von Frau Anmut zuzuhören. Überzeugen sie davon, auch in deiner Taverne zu singen, und Horatrix wird grün von Neid anlaufen. Okay. Ach, wer solche Freunde hat, oder? Na, ich brauche ja eh hier die Eisenstücke, also. Ja, das habe ich gesehen, so ein Kampfgame. Werde ich mir noch holen, weil das Style gefällt mir und ja, ich mag, wie die Entwickler hier arbeiten. Wenn das eine ähnliche Qualität wie das hier hat, bin ich hochzufrieden. So, nach Hause. Ach, ich brauche 4 komplexe Eisenstücke, nicht 2. Hm.
Zwei Eisenmeißel. Ja, mit dem DeLorean und dem komischen Löwentyp da, das war schon geil. ...640 Nägel krieg ich hin. So kommen also die Bären her, sie explodieren einfach. So. Ich habe die komplexen Eisenstücke weggepackt. Nein, nein, ich habe sie nicht weggepackt. Ich habe sie noch gar nicht geschmiedet. So. Mein Gott. Das ganze Spiel sieht unheimlich lustig aus. Also, ich denke, das wird vom Humor her auch geil werden. ...25 Bären brauche ich. Wenn ich alles, was ich habe, abbaue, kriege ich 24. Super. So, schauen wir mal. Aha, Kohle brauche ich da. Wer hätte es gedacht? Du bist eine böse Leiche hier. Ui, ich krieg auch viel mehr raus. Weil ich im Haus bin oder was? Ich habe zu viel von dem Zeug, das muss weg.
Ah, die Nägel fehlen. Okay. Punch Club, ja. Fight Club, ja. Oleg. Stimmt. Das ist cool. Ah, bis hier die Stahlbarren fertig sind, ey, das dauert. Ich könnte ja auch noch einen zweiten Schmelzofen machen, aber das wäre ja zu einfach. So, ich warte jetzt auf neue Leichen, die ich begraben kann, damit der Friedhof auch schöner wird. Unser Friedhof muss schöner werden! Zwei Kisten habe ich schon. Wie sieht's denn hier aus? Wir haben Essen und die haben was zu trinken. Okay, kann sich keiner beschweren. Zaunmaterial für Garten. Julius, kannst du bitte mal kurz schreiben? 12 Scheit und 24 Balken. 12 Scheit, 24 Balken. 12 Scheit, 24 Balken. Ninja Mutant Crocus. 12 Scheit, 24 Balken. So, der Baum kommt ja gleich. Ja, da ist er ja. Und ich gehe mal einen von der Kirche holen. Ich brauche ja die Balken. Ah, warum gibt es da keinen Schnellreisepunkt zur Kirche, verdammt. Balken. Gut, da habe ich ja genug. Ah, Leiche, sehr gut. Da kümmere ich mich jetzt erstmal um die Leiche.
erstmal die Seele extrahieren. Dankeschön. So. Ah, Mist, es ist nichts Gutes mehr da. So, warte mal. Gehst du mal kurz hier rein. So, also. Fleisch und Haut ist nicht mehr gut. Komm mal her. Ach, jetzt wo ich die Leiche eh kaputt hab. Nehme ich mir alles. Wieso funktioniert das nicht? Oh, ich raff's nicht, ey. Ich raff das irgendwie hier. Ich raff's wirklich nicht. Modifizierte Fleisch kann ich auch nicht mehr nutzen. So. So. Ich baue euch einen Garten und dann solltet ihr ja in der Lage sein, euer eigenes Gemüse anzubauen. So. Ein weiteres Zelt, dafür fehlen mir glaube ich Stücke. Ja. 4 Stücke fehlen mir und 2 Bewohner. Und Zufriedenheit. Und ein Kochtisch. Eieiei. Und Beet. 6 Balken. Oh Gott, warte mal. 6 Balken, 12 Balken.
Und 12 Nägel. Gut, das fehlt noch. Ich muss mal den Schnaps hier wegmachen, fällt mir ein. So, 12 Nägel.